Willkommen zurück zu God of War Ragnarök. Ich bin euer Führer und hier spielen wieder Kratos und Junge. Junge sagt, ich soll hier Wo lang. gehen wir hin? Zum alten Tempel im Wildwald. Hat das auch Wieso? hier der Das erklärt sich leichter, die wenn Tür, wir die zu dort war? sind. Unterer Herr Wildwald. Odin? Okay. Ich wollte eigentlich mal in die Karte gucken. Denn wo wir denn. Muss ich erst dran gewöhnen. Jetzt mal ist überall die Erstörungen nass. Oberer Wildwald. Wo wir da auch nicht gekämpft, ne? Ne, hier haben wir den Bären verfolgt. Ne? Genau, hier haben wir den Schutzkreis haben wir wieder neu gemacht. Jo. Eingang Oberer Wildwald. Okay. Der Pfad. Ja, das ist unser Haus hier. Vermute ich mal, ich studiere gerade ein bisschen hieroglyphisch. Aber wir sehen, hier scheint ein riesiges Gebäude zu Was sein. gesagt, als ihr draußen wart? Hast du das nicht eigentlich Er gesehen? sagte, Jötunheim sei ihm inzwischen egal. Die Riesen könnten ihre Geheimnisse behalten. Er hätte Ragnarök auf seine Art abgewendet. Ob er weiß, dass alle Riesen tot sind? Ich fürchte eher, dass es ihm nicht mehr wichtig ist. Was hat er vor? Hacksilber, nice. Ich habe mal geguckt, was Hacksilber ist. Hacksilber ist kaputte oder beschädigte Silbermünzen. Goldmünzen, nicht Goldmünzen, wir können uns jetzt einfach passiert? hochziehen. So Cool. nah zu Hause. Bekämpfen sich die Räuber jetzt gegenseitig? Das sind nicht ihre Pfeile. Etwas anderes ist hier draußen. Freya? Ja, auf jeden Fall ist es Silber, es ist aber auch Blech. Also scheinbar ist bei Hacksilber Blech und Silber gleichwertig. Hier sind noch mehr. Ganz frisch. Sind die alle durch das kaputte Symbol gekommen? Das oder Odin hat den Schutzzauber komplett versagt. Ja, das ging ja eben kurz durch den Hals, ne? Was siehst du? Nur Tierspuren. Okay. Und so was? Achso, ich muss jetzt näher rantreten. Sieht aus wie ein Hirsch, oder? Das sind Fußabdrücke und Fußabdrücke. Ja? Ja, Hirsch oder Fußabdrücke, keine Ahnung. Und noch was oder gehen wir weiter? Fast bei der Brücke. Oh, die Brücke ist hinüber. Wir brauchen einen anderen Weg zum Tempel. Warum bist du allein hierher gekommen, Junge? Ich hatte Träume, die mich herriefen. Träume. Okay. Hey, zieh das mit deinen Klingen runter. Bitte. Wow. Oh. Der hier lebt noch. Nein, sieh genau hin. Jetzt noch Hehlräuber? Wer tut sowas? Wir dürfen wohl nicht hoffen, dass ein Feind von denen unser Feind ist. Wow, eine Warnung wäre nett. Okay. Wie ist das? Was bist du? Achso, ich muss einfach mal lang. Okay. Im Ernst, wer würde Räuber auf diese Art aufhängen? Und das ist so. Erfahrungspunkte für alle. Siehst du etwas da unten? Ja. Ah, komm, ich darf hier runter. Ein bisschen Hack. Okay. Das war's schon. Schade. Okay, Junge, ich bin wieder da. Let's go. Ah, da sind wir hergekommen, ne? Also gehen wir hier lang. Okay. Halt. Verdammt, Bruder, was war das? Etwas Starkes und Gefährliches. Sei auf der Hut. Oh ja. Etwas, ich das bin sehr schnell weg ist. Scheinbar. Okay, wo gehen wir denn lang? Ist die Frage. Nächster! Zack.
Oh mein, schon ein bisschen Heilung. Jetzt ist mir aufgefallen, meine Heilung ist ganz schön untergegangen durch den Heil. Wann ist die Brücke eingestürzt? Vor einer Weile. Ich weiß nicht. Okay, dann gehen wir erstmal hier lang. Wenn das so ist, dann kommen wir erstmal hier. Dann können wir noch ein bisschen Hacksilber. Sehr schön. Das ist der Tempel. Suchen wir einen Weg herum. Hier darf ich nicht lang. Noch ein bisschen Heilung. Was haben wir hier? Kommen wir der komischen Leiche? Was es auch ist, es ist schnell. Zack, zack, zack. Okay. Geht doch. Jetzt kriegen wir noch mal einen Snack. Dann sind wir auf der Seite, okay. Sehr schön. Gut, gehen wir da zurück. Es ist echt wichtig anscheinend, wie man welche Gegner besiegt. Das war, glaube ich, im ersten Teil noch nicht so ganz klar, glaube ich. Okay. Da wollen wir anscheinend hin. Okay. Dann gucken wir mal. Ah, passiert weißt du noch, irgendwas, oder? Ich sagte, jemand könnte uns Antworten zu den Riesen und Loki geben. Nicht? Okay, du meinst schade. Tyr, der alte Kriegsgott in diesen Landen, der tot ist. Also für einen Toten war Odin sehr versessen darauf, dass man ihn nicht findet. Nicht wahr? Er weiß, dass Tyr die Welten gegen ihn vereinen könnte. Und Tyr war der stärkste Verbündete der Riesen, also... Genug. Hallo, die Käfer. Haben die Käfer irgendeine Bedeutung? Warum gibt es doch so viele hier? Da darf ich nicht runter. Schade. Okay, gut, dann müssen wir hier durch. Warum schickt ihr eigentlich Junge mal vor? Vorsicht! Ach so, okay. Kehren ja sehr rasch von den Toten zurück. Nächster! Fähigkeitsbaum bereit. Oh, okay. Fortfahren. Schalte die Fähigkeiten mit EP frei, um Zugang zu neuen Aktionen und Fähigkeiten zu erhalten. Kratos und Atreus sammeln Kampf getrennt voneinander EP und besitzen eigene einzigartige Fähigkeitsbäume. Okay, cool. So. Fernkampf. Ziel halt der 1 gedrückt, um den aufzuladen. Oh. Cool. Was haben wir hier? Kaufen. Axtnahkampf gegen brennende Gegner bricht zusätzlich Schaden, oder? Erfordert Axtverbesserung, so. Was haben wir hier? Das soll, glaube ich, dieser Wirbel, ne? Ne? Zack, zack. Okay. Eins gedrückt. Das war, glaube ich, ganz geil. Kaufen wir mal. So, die haben wir ja. Okay. Der klang aber auch interessant gegen brennende Gegner mal kaufen, ne? So, jetzt habe ich nicht mehr genug. Schade. Chaosklingen. Ach, hätten wir doch was noch machen können, theoretisch. Da könnten wir sogar noch kaufen. Gegen den von der rechten Zeit Schaden an die Rolle kommen. Zack, so. Haben wir schon die Atreus, der auch noch ganz, ganz viel. Okay, bei dem können wir echt nicht viel machen. Hier scheint, okay. Zack, zack. Alles kaputt machen. Haben wir irgendwo noch eine Rune oder so? Nö. Ich glaube, ich kann bei den Chaosklingen einfach bleiben. Weil wir nur eingefrorene Gegner hier kommen. Ja, was ist das? Diese Säule war beim letzten Mal noch nicht im Weg. Uff. Okay. Haben wir jetzt den Weg frei? Wie ich gesagt habe, Tyr war mit den Riesen verbündet. Also wäre er auf unserer Seite, wenn wir ihn finden.
Und wenn jemand weiß, wer ich sein soll, dann er. Wenn er da draußen ist, müssen wir ihn finden. Wir müssen einfach. Das sind viele Events, Atreus. Was weißt du? Wirst du bald sehen. Macht Atreus so. Hä? Ich habe nicht so ganz verstanden, was er gemacht hat. Ach, er war die ganze Zeit da hoch, aber hat es nicht geschafft. Mach ich hier? Hä? Warum bin ich jetzt hier oben? Achso, okay. Ich baue mir meinen Weg einfach hin und her, okay, cool. So, da waren wir ja gewesen, da haben die Typen gekillt, ja. Ja, ich glaube, ich hole mal eine Axt. Quatsch. So. Okay. Jetzt kommen wir einfach. Was machst du? Ich weiß nicht, was er entdeckt haben will. Aber er sagt, er hätte Beweise. Jetzt sind wir hier. Sehen wir es uns an. Oh, jetzt kommt einfach hier wieder neben mir. Okay. Schade irgendwie. Viele Tote hier. Wir sollten weitergehen. Flammenpeitschenhieb. Wenn wir drückt, drücken Sie wiederholt schnell Dreieck, um Casting von Feuer aufzuladen. Zu spät. Vater, benutzt deine Klinge. Verbrenn sie. Wieder dabei. Mehr Räuber, linke Seite. Zack, zack, zack. Schön, dass wir aber eigentlich schon alle getötet haben mit Feuer. Zack, zack, zack. Hinter dir! Oh. Vorsicht, Feuer! Hinter dir! Pass auf! Zack, zack! So. Nicht so. Oh. Easy. Kann ein bisschen Heilung holen. Sehr schön. Oh. Das ist eigentlich unnötig von mir, aber okay, gut. Jede Menge Heilung. Ja, dann. Dann wollen wir uns mal den Weg fragen. Okay, willst du was dem sagen, Junge? Oder nicht? Hm. Oh ja! Ich weiß nicht, woran der Baum zerbricht, aber er ist zerbrochen. Na gut, weiter geht's. So, rein da. Ach, diesmal gehen wir jetzt voran. Okay, dann passiert was mit uns. Ist es nicht schön, dass Fimbul Winter all unsere hilfreiche Magie ruiniert, während neue Schrecken einfach so gedeihen? Wie aufs Stichwort. Ja, hör doch zu. Ich hab einfach hängen bleiben. So, was steht da? Töten. Wintermann. Ja, sehr gut. Wer das wohl ist? Wir? Wir klettern. Gut. Würde ich jetzt mal vermuten, dass wir das sind? Ah, er ist wirklich gut darin geworden. Schön, dass der Kopf uns in dem Zentrum hinweist, dass es echt Veränderungen gibt zum. Und das nächste Teil. Bild des Grauens. Hinter dir! Zack. Zack, zack, zack. Nächster! Ich hab ein bisschen rein. Nötig, scheinbar. Blutvergießen ist nichts Neues für mich, aber so viel davon an einem Morgen.
Okay, stört sich am Blut zu vergießen. Okay, ist auch nochmal Heilung. Krass. Okay, am Anfang kriegt man echt viel Heilung, scheinbar. Wird, glaube ich, im Spielverlauf nicht mehr so sein. Bruder! Aua! Wen hier? Die Jägerin, okay. Ein Hirscher! Hör auf der Hut! Wir haben wohl unseren Jäger gefunden! So. Deine Hörner leuchten! Vielleicht deine Schwachstelle! So. Zack, zack. Bumm und zack. Dein Schild ist kaputt. Du bist einfach in Bewegung, ja? Okay. Warte, mein Schild ist kaputt? Also jetzt reicht es, verdammt. Fimbul mit der Freya, die Räuber, Thors und Odins Einmischung und jetzt noch Pirscherinnen in unseren Wäldern. Das ist kein sicherer Ort mehr. Okay. Aber was mache ich jetzt mit meinem Schild? Runenangriff, Juwel, gewährt Kratos. Okay. Jede Waffe kann Juwelen für leichte und schwere Runenangriffe aufnehmen. Wenn ein Runenangriff ausgesetzt ist, sammelt er langsam Runenenergie, die eine mächtige Angriff freisetzt. Okay. Drücke, um den leichten Runenangriffplatz anzusehen. Okay. Ist des Winters. Bilden Sie die Eismasse im Leviathan-Sachs, werden Sie zum Ziel um. Oh, okay. Cool. So, jetzt ist irgendwas noch mit dem Schild. Kaputter. Okay, kaputte Wäsche kann keinen Angriff abwehren. Was mache ich jetzt damit? Mein Schild kaputt. Und was heißt das jetzt für mich? Eigentlich noch eine Rüstung, ne? Eins gedrückt halten. Oh, so. Was mache ich jetzt mit meinem Schild? Das wüsste ich gerne. Oh. Vater! Der Schild, den Motadi gab. Thor hat ihn beschädigt, aber jetzt. Vielleicht können die Zwerge ihn sich ansehen. Vielleicht später. Ja, hoffentlich. Wir können ihn so nicht blocken oder parieren. Was haben wir hier? Rolle, okay. Und noch mehr Luft. Oh, guck mal, dafür kriegen wir sogar 50 Erfahrungspunkte. Also das macht Kratos echt aus dem FF, ne? So hochziehen und so, alles kein Problem. So, was haben wir denn hier? Warum sind wir hier, Atreus? Also, weißt du noch, die ganzen Schreine, die wir fanden, über die Geschichten der Riesen? Ja. Die linke Tafel beschreibt ihre Herkunft und die rechte Tafel ihr Schicksal? Ja, wir fanden viele. Ich hab sie gesehen. Ja, dahinter steckt mehr, als wir dachten. Warum bin ich hier? Was ist hier? Hätte ich mal was abwerfen müssen oder so? Oh ja, hätte ich. Deswegen. Okay. Ach, für Hellfaxe auf Monsignor. Okay. Na gut, was soll's. So. Okay, hier kommen auch schon mal Gegner. Ja, hier kommen auf jeden Fall Gegner. Hier geht's so lang. Scheinbar. Ah. Da bin ich auch gut abgehoben. Oh yeah. Woher weißt du immer, wie man die findet? Jahrelange Gaming-Erfahrung, mein Freund, scheinbar. Ja, Fio hat Gaming-Erfahrung und was. Langsam wird immer so ein Spiel. Ja, die umgestürzte Säule ist neu, aber der Schrein ist direkt dahinter. Oh, das hat ein bisschen gedauert.
Könnte man auf die Karte ändern sehen. Welche Samen gibt es noch? Okay. Und dann ist das Midgard in der... Okay. Das ist noch unentdeckt, was wir sammeln können. Okay. In dieser Gegend stürzen wohl regelmäßig Dinge rum. Fimbulwinter zermürbt einfach da alles. Da können wir nicht lang. Selbst oh, hier können wir lang. Aha. Mein Loot. Noch ein bisschen Hacksilber. Das müssen wir wahrscheinlich bei den Boys wieder ausgeben für Upgrades, ne? Zack. Brennt nicht. Oh. Das sollte helfen. Ich dachte vielleicht langsam mal, oder bricht das einfach durch. Aber. Na also, los! Wenn man nicht schon da, darf man auch nicht hin. Nö. Zumindest noch nicht. Müssen wir mal merken, da war aber was. Ach, nochmal so eine Tafel. So. Schau zu. Oh, das ist neu. Komm mit. Atreus, warte! Ich glaube nicht, dass er wartet. Aber da war doch noch Loot, oder nicht? Was ist das, Junge? Wo sind wir? An einem Ort, den nur Riesen sehen sollten. Die Schreiner erzählen der Welt ihre Geschichten. Aber wie sich zeigt, werden die wahren Geschichten, die Geheimgeschichten, hier aufbewahrt. Im Inneren. Was steht da? Wisst ihr noch? Die Geschichte von Sköll und Hatti, den Wolfriesen. Odin fing sie ein, weil er glaubt, so den Beginn von Ragnarök zu kontrollieren. Ich erinnere mich. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Hier, man sieht, wie die Riesen Sköll und Hatti befreien. Sie sind frei? Ist das Vergangenheit oder Zukunft? Kommt drauf an, wann man es sieht. Gesprochen wie ein Riese. Seht ihr? Die Wölfe sind sicher, irgendwo in Vanaheim. Nicht der erste Ort, an dem Odin suchen würde. Da sind sie und jagen Sonne und Mond. Alte Gewohnheiten. Bis da der Mond gestohlen wird. Irgendwie. Atreus. Seht ihr? Hatti hat nichts zu jagen. Und da heißt es, beim Himmelsraub gebe es keine Opfer. Ich bin nicht sicher, wer das ist. Aber irgendjemand kommt und rettet den Mond. Und dann versperrt der Mond die Sonne. Totale Sonnenfinsternis. Habe ich seit 100 Wintern nicht erlebt. Doch dann jagen sie einen Pfeil. Und alles wird wieder normal. Was hat irgendwas davon zu tun mit... Dazu kommen wir gleich. Schaut, hier ist Ragnarök. Seht ihr, wer die Armeen gegen Odin anführt? Das ist Tyr, wenn er zu Ragnarök da ist. Heißt das, dass er am Leben sein muss, oder? Mimir, kann das sein? Odin sagte mir, er habe Tyr getötet. Und damals vertraute er mir, dachte ich zumindest. Was, wenn er ihn nicht getötet hat? Was, wenn er ihn bloß die ganze Zeit irgendwo eingesperrt hat? Wir sind wieder beim Wenn. Es reicht. Warte! Wir gehen nach Hause. Warte! Eines muss ich dir noch zeigen. Es ist gleich hier. Ja, dann zeig doch her. Ach, jetzt darf ich mich hier frei bewegen? Oder ansatzweise frei bewegen? Was ist denn da? Zeig's mir. Dann halt nicht. Was ist das? Alles, was ich fand. Tja, fast alles. Stein. Das ist Riesenhandwerkskunst. Warst du wieder in Jötunheim?
Nein, das lag in einem anderen Schrein. Anderer Schrein? Bei wie vielen warst du? Also bei allen? Zumindest bei allen, die ich in Midgard erreichen konnte. Ich kenne das nicht. Aber es ist wichtig. So wie all das. Als ich in einem der Schreine war, sah ich Tyr als Gefangenen. Aber ich weiß nicht wo. Es gibt Hinweise in den Schrein. Es geht um schwarzen Rauch und blutende Erde. Aber wir konnten nicht herausfinden, was... Sindri hat mir geholfen. Also, ich habe ihn überredet. Es war nicht seine Idee. Ich brauchte jemanden, der aufpasst. Schwarzer Rauch. Blutende Erde. Ein Gefängnis in Muspelheim. Eher nicht. Odin hat keine nennenswerte Präsenz in den urzeitlichen Welten. Aber blutende Erde? Klingt nach einer Mine, oder? Die Welt der Zwerge vielleicht. Svartalfheim, das kann gut sein. Aus den Minen kam schwarzer Rauch. Und Odin hat die Zwerge schon seit langer Zeit in der Hand. Das ist es. Tyr ist also in Svartalfheim, in einer Mine. Und? Gehen wir? Heim. Okay. Jo. Selbst wenn wir nach Tyr suchen wollten, wie sollen wir nach Svartalfheim gelangen? Du weißt, dass Odin alle Wege zwischen den Welten versperrt. Sindri sagte, er hätte da ein paar Ideen. Sindri hat ständig Ideen. Das stimmt wohl. Na gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, haut rein. Ciao, ciao.